Hallihallo, willkommen zurück in Ernest World, in meiner Welt. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier zu einem neuen Video aus der Playlist Bau eines Terrariums 2.0. Ratet mal, wir machen weiter mit dem Terrarium. Was haben wir gemacht? Stand der Dinge ist, die LEDs wurden getestet, sie funktionieren. Nuten für die Kabelführung der LEDs wurden vorbereitet. Der Durchgang zum oberen Terrarium wurde vorbereitet. Hitzespot wurde schon mal angebracht. Gut, das Grundgerüst, klar, sonst wäre alles andere nicht möglich gewesen. Ja, soweit, so gut. Was ich jetzt in dieser Folge machen werde, zumindest schon mal beginnen werde, ist das Terrarium innen drin auszustatten. Also kein Interieur mehr, sondern Ausstattung. Also ich nenne es jetzt mal Gestaltung, sagen wir es mal so. Also ich möchte ja, hatte ich ja gesagt, eine Höhlenoptik gestalten. Und dazu werde ich, wie beim Terrarium 1.0, auch das komplette Terrarium mit Styropor ausstaffieren und dann modellieren. Anders als beim ersten Terrarium werde ich diesmal nicht nur Styroporplatten verwenden. Ich habe noch 5-6 Platten über, die werde ich nutzen, um die Wände schon mal damit zu bekleben. Und alles andere werde ich mit so Styroporresten aus so Elektronikverpackungen nehmen. Hier. Da hinten steht eins, so Kram hier, ich glaube, da war ein Kühlschrank drin. Das hat natürlich den großen Vorteil, dass ich nicht neues Geld ausgeben muss für diese Styroporplatten. Und ich recycle quasi vorhandenes Styropor, was wahrscheinlich sonst im Müll gelandet wäre. Also insofern, spannend finde ich auch, dass durch diese Teile ja schon eine Struktur vorgegeben wird, die ich nutzen muss. Also insofern wird das nochmal gestaltungstechnisch eine sehr interessante Geschichte. Das werde ich machen. Damit werden wir in dieser Folge zumindest anfangen. Ich könnte mir vorstellen, das geht über mehrere Episoden, weil das ist schon ganz schön viel. Anders als im Terrarium 1.0 ist es ja nicht nur eine Wand, sondern tatsächlich das komplette Terrarium soll diese Höhlenoptik haben. Das heißt also, Rückwand, Seitenwände, Boden und Deckel sollen quasi ja, mit diesen Styroporteilen versehen werden, damit es eine geschlossene Höhle wird. Ne? Ja, und das werde ich jetzt mal in Angriff nehmen. Ich gebe ab an mich selbst und wünsche euch viel Spaß beim Zugucken.
In eine richtige Höhle gehören natürlich auch ein paar Stalagmiten und Stalaktiten. Das will ich hier versuchen auch zu installieren. Dazu werde ich hier so ein Rundholz wahrscheinlich hier irgendwie dazwischen packen. Das hat den Vorteil, das stützt das Ganze hier nochmal ab. Ich meine, da kommt ja nochmal einiges an Gewicht oben drauf. Das stützt das Ganze hier nochmal ab. Und ich kann hier so einen zusammengewachsenen Stalagmit und Stalaktit versuchen zu modellieren, um diese Säule zu kaschieren. Ja, das gleiche versuche ich vielleicht nochmal hier irgendwo in der Ecke, weil ich möchte meine Stalagmiten, also meine Tropfsteinhöhle, den Bereich Tropfsteinhöhle eher so hier in dieser Hälfte haben. Hier ist ja auch der Hitzespot. Da kommen auch zwei kleine blaue Lämpchen hin, damit das so ein bisschen dieses mystische Licht in der Tropfsteinhülle erzeugt. Und vielleicht packe ich dann hier auch nochmal so eine dünnere Säule, so einen dünneren Stalagmit-Stalaktit hin mit diesem Rundholz hier. Also das werde ich machen. Und, wie ihr gesehen habt, ich habe hier diese, ich glaube das war eine Fernsehverpackung. Die habe ich einmal durchgeschnitten und werde sie hier hinten. Das ist ja der Boden, das ist die Rückwand. Das hier hinten so installieren, dass ich da schon mal so ein bisschen Struktur habe. Die LED-Fassungen, die kommen hier durch. Die sind hier auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, ob man sieht. Aber die kommen hier durch. Das werde ich hier auf der Seite auch nochmal machen. Und dann habe ich da schon mal so ein bisschen Struktur in der Ecke der Höhle. Ach so, bevor ich es vergesse. Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler für das Thermostat bzw. Hygrostat. Ich werde es nur als Thermostat verwenden und nicht als Hygrostat, aber über dieses Gerät kann ich die Feuchtigkeit und die Temperatur im Inneren des Terrariums messen. Das wird an ein Gerät angeschlossen und dann wird das per App quasi abgerufen. Das werde ich dann aber zu gegebener Zeit nochmal zeigen.
los hier? Warum wippt das denn hier? Was ist das denn hier? Das ist doch keine Wippe! Ich bin weitestgehend mit der Ausstattung des Terrariums innen drin mit Styropor fertig. Ich werde wahrscheinlich noch die eine oder andere Kleinigkeit nochmal da reinpacken. Das Grundprinzip habt ihr ja verstanden soweit. Wenn da jetzt nochmal das ein oder andere Styropor-Element dazukommt, dann wundert euch bitte nicht, wenn das dann hinterher noch ein bisschen voller wirkt. Aber prinzipiell ist das jetzt fertig. Ich habe den Deckel festgeschraubt. Ich habe meine ganzen Lämpchen schon mal soweit es geht positioniert. Die endgültige Position, die wird sich dann ergeben, wenn ich mit der Modellierung auch fertig werde. Diese warmweißen LEDs, die sind jetzt hier oben direkt hinter dem Balken. Ich habe hier so ein paar Plexiglasscheiben. Die habe ich nochmal mit dieser Folie beklebt hier, dieser milchigen Folie. Die kennt ihr ja schon von anderen Projekten. Und habe die hier oben hingeklebt, das habt ihr auch gesehen, um die Birnchen, die LED-Birnchen da oben zu halten. Und meines Erachtens nach strahlen die hell genug, um das ganze Terrarium taghell zu machen. Und damit sollte ich meinen Tag-Nacht-Rhythmus simulieren können. Da habe ich eigentlich keine Befürchtungen, dass das nicht funktioniert. Die sind jetzt halt hier oben hinter diesem Plexiglas. Also ich habe dann einfach das so dahinter geklebt, habt ihr gesehen. Wie gesagt, ist soweit fertig. Soll es für diese Folge jetzt auch erstmal gewesen sein. Ich werde in der nächsten Folge mit einer neuen Technik weitermachen. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber das werdet ihr dann sehen. Mit Styropor ist jetzt hier erstmal Schluss. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ihr mir zugeguckt habt, wie ich hier mich an dem Styropor ausgetobt habe. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst mir ein Abo da. Und dann kriegt ihr eine Meldung darüber, wenn das nächste Video online geht. Ja, und bis dahin bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleibt gesund, macht's gut und bis bald.